Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ihr seht, nach über 50 Tagen war ich beim Friseur. Heute stehe ich am Eingang des Parkhauses. Die Schranke ist offen. Die offene Schranke soll uns zeigen, dass es Montag im Atlantis mit dem Sport unter gewissen Voraussetzungen, die ich gleich in Ruhe erklären werde, weitergeht. Wir sind wieder da. Wir haben wieder geöffnet. Das Jamaika-Café ist offen und das Fitnessstudio ist offen, unter gewissen Einschränkungen. Wenn ihr am Montag kommt, fahrt ihr hier rein. Das Parkhaus wird offen sein. Ihr müsst kein Parkticket ziehen. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt und ich erkläre euch den Ablauf, wie es funktioniert, wenn ihr ins Studio reinkommt, wie lange Wartezeiten sein können, wie wir euch betreuen wollen. All das, was jetzt kommt, werde ich euch in Ruhe erzählen. Und die schönste Freude, so geht es mir auch, ist die Vorfreude. Wir freuen uns total auf euch und ich denke, ihr werdet euch auch auf uns freuen. Bis gleich. Wenn ihr aus dem Parkhaus kommt, geht ihr diesmal nicht direkt die Treppen nach oben, sondern ihr geht an der Ark vorbei und nehmt diesen Weg. Ich nehme euch jetzt mit in das Atlantis und erkläre euch, wie ihr euch zu verhalten habt. Dann folgt mir bitte. Also ihr habt schon euren Mundschutz bereit. Wer will, euren eigenen Mundschutz, nimmt auch seine Einweghandschuhe mit, wer sich sicherer fühlt. Macht so das, wie ihr euch sicher fühlt und nehmt die Sachen mit. Ich laufe jetzt mal nach vorne oder geh du mal vor, dann genau, so, genau, hier laufen wir her. Und jetzt sehen wir schon, wie überall bekannt, die roten Wartelinien. So, sollte es zu Stauungen kommen, wir gehen extra hierher, den Umweg, damit keine Schlange nachher auf der Straße ist. Hier haben wir schon Markierungen gemacht, wenn es voll ist, ihr kennt das jetzt mittlerweile, da appelliere ich auch an den Verstand aller, da muss ich nicht viel zu sagen. Wartelinie ist bekannt, kommt weiter mit rein. Genauere Regeln, ab wann Mundschutz zu tragen ist, werden wir euch dann am Montagmorgen hier sagen. Ihr habt den Mund- und Nasenschutz bei. Ich mache ihn jetzt nicht auf, dann versteht man mich nicht. Und hier seht ihr einen Eingang, hier gehen wir rein. So. Nach langer Zeit seid ihr endlich wieder im Atlantis. Ich glaube, ihr freut euch so wie ich. Ich will euch jetzt nicht den Rücken zudrehen, muss ich aber machen. Überall wird hier noch fleißig gearbeitet. Ihr seht das, genau abgesperrt. Da muss ich nicht zu erklären. Wartelinien sind eingehalten. Also wir sind top vorbereitet und freuen auf euch. So. Die Drehkreuze sind geschlossen. Hier müsst ihr nichts machen. Die Kasse ist besetzt. Hier gebt ihr nachher euren Namen an und ihr werdet mit der Eintreffzeit aufgenommen. Es darf nur eine begrenzte Anzahl von Personen im Fitnessbereich sich befinden. Also es werden bei uns so zwischen 30 Personen sein. Und wir versuchen, oder ich appelliere auch da wieder an euer Miteinander und das Selbstverständnis, es ist eine Begrenzung der Trainingszeit. Die wird so voraussichtlich auf eine Stunde pro Teilnehmer reduziert. Deswegen kommt direkt, wenn das geht, in Sportzeug, nehmt Schuhe zum Wechseln mit, nehmt Handschuhe mit, einen Mundschutz mitnehmen und ein Handtuch mitnehmen. Das Pflicht ist, obligatorisch wie immer, weil Duschen voraussichtlich noch gesperrt sind, Toiletten sind natürlich auf. Wie man sich verhält, muss ich nicht erklären, Abstand halten und so weiter. Das habt ihr alles in der letzten Zeit oder wir alle haben das gelernt und ich weiß, da seid ihr alle voll auf Scheibe und da muss ich jetzt nicht Oberlehrer sein, wie es funktioniert, das wisst ihr genau. Dann kommt ihr hier rein, stopp, habe ich was vergessen. Wenn ihr warten solltet, warten müsst, ist das Jamaika-Café geöffnet und ihr habt hier die Möglichkeit, was zu trinken und auch nach den Vorgaben Gaststätten und Gastronomie, alles wird euch hier gesagt, keine Sorge, Abstandsregeln werden eingehalten und dann könnt ihr die Wartezeit hier verbringen, bis ihr dann von der Kasse eine Information bekommt, ihr könnt trainieren. Wenn ihr kommt,
geht ihr zur Kasse, da werden eure Personalien aufgenommen. Dann geht ihr wie gewohnterweise durch, folgt mir einfach und schaut, was passiert. So. Alle anderen Bereiche sind abgesperrt, man kann sich gar nicht hier verlaufen. Hier gehen wir unsere altgewohnte Treppe nach oben. So, dann geht das bald wieder los. Hier ist die Vorfreude noch bestimmt riesig. Die alten Trainingspartner wieder zu sehen, die Trainer wieder zu sehen, selber wieder was zu machen und wieder ein Stück Normalität zurückzugewinnen. Wir geben uns die größte Mühe, das so sicher zu machen, dass wirklich nichts passieren kann und ihr hier bei uns total sicher seid. So, den Weg habt ihr gefunden. Es ist nicht mehr weit bis zum Ort der Glückseligkeit. Guckt mal, das reimt sich sogar. Umkleidekabinen sind alle geschlossen. Wir machen die Umkleidekabinen nicht auf, weil da durch Infektionen, man berührt alles, also muss ich euch nicht erklären, wisst ihr auch, werden nicht aufgemacht. Wir werden die Spinde aufmachen, aber auch nur jeden dritten oder vierten Spind, dass wenn ihr Wertsachen habt, die Wertsachen da einlagern könnt. Ich appelliere nochmal drauf, nehmt eure Sporttaschen vielleicht mit, packt alles da rein, dass ihr euch gar nicht großartig umziehen müsst, Schuhe wechseln müsst, das habe ich gesagt, das wäre eine tolle Sache. Kommt ins Sportzeug, bringt neue Sportsachen mit, Handtuch ist dabei, Mund-Nasen-Schutz ist dabei. Nehmt, wenn ihr euch sicherer fühlt, eure Handschuhe mit dabei, dass ihr Handschuhe dabei habt, sodass ihr gut vorbereitet seid, euch schützen könnt, aber natürlich auch andere schützen könnt. Wir werden alles dafür machen, um euch den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Wir wollen das nicht verschlimmern, aber wir wollen aber auch, dass der Aufenthalt für euch so sicher wie möglich ist. Das ist für uns ganz wichtig. Eure Sicherheit liegt uns da total am Herzen. Da sind wir wieder im Fitnessstudio vom Atlantis. Wir freuen uns total, wenn ihr die Schwelle überschreitet und reinkommt und wieder bei uns trainieren könnt. Natürlich gibt es auch hier so einige Einschränkungen, aber die müssen wir machen, um darüber zu diskutieren und sagen, boah, ist das alles? Nein, das ist halt so und wir machen das. Und das Entscheidende ist, dass ihr wieder hier seid, die Türen sind wieder offen und wir können wieder trainieren. Die Theke, der altbekannte Ort zum Quatschen über Fußball. Hallo Flo, Flo bereitet gerade alles vor und macht alles sauber. Das ist top und wir bereiten schon mal vor, wer kommt. Über Fußball, über Politik und was wir immer gesprochen haben hier, das war ja die große Community und die große Stärke vom Atlantis. Das fällt jetzt erstmal in der Form weg. Auch hier, die Theke ist geschlossen. Jamaika Café hat offen. Nehmt eure Trinkflaschen mit, nehmt was zu trinken mit. Also kommt ihr bitte so hin, dass ihr autark seid. Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe, andere Paar Schuhe, Handtuch, Getränke, dass ihr komplett autark seid. Wir stellen euch die Räumlichkeiten zur Verfügung und die Geräte, dass ihr so wenig wie möglich berühren müsst und so wenig wie möglich Möglichkeiten habt, euch zu infizieren oder auch vielleicht andere dann zu gefährden. Und von daher ist unser Konzept wirklich top durchgearbeitet und wir versuchen das jetzt so zu erklären und dass auch nicht irgendwie verkompliziert wird, sondern dass ihr hier hinkommt und sagt, boah, macht trotzdem Spaß, alles ganz easy, ich weiß, was ich zu machen habe, komm rein und zack, geht das Training los. So, ich komme hier rein, ein Trainer wird hier sein, wir werden euch nicht in den Arm nehmen, aber fühlt euch von uns gedrückt. Wir hätten euch gerne in den Arm genommen und wir freuen uns so riesig drauf. Das habe ich ja schon auch gesagt, als wir das erste Video gemacht haben, wie traurig das war. Jetzt, letzte Video und es geht los. Ich zeige euch jetzt mal exemplarisch an einem Gerät, wie ihr euch zu verhalten habt. Also ihr kommt hier rein und lächelt erstmal und jubelt und freut euch. So, jetzt habe ich hier mal die Brustpresse vorbereitet. Ich werde mal gleich das erste Brusttraining vormachen und werde euch dann auch gleich erklären, wie man die Übung richtig ausführt. So, ihr habt euren Mund- und Nasenschutz dabei. Ich mache den jetzt mal um. Wer sagt, Bahn, ich muss jetzt mich anstrengen und atme vielleicht viel aus und möchte jemanden damit also auch schützen, setzt ihr den auf. Wie die Regeln am Montag sein werden, werden wir euch sagen. Wir werden vor jedem Gerät ein Desinfektionsmittel hinstellen. Ihr könnt eure eigenen Handschuhe mitbringen und Papier ist hier. Bitte immer Handtuch benutzen. Und jetzt erkläre ich euch mal, auch wie man so eine Flasche Desinfektionsmittel benutzt, dass nicht nachher die Flasche der Überträgungs-
Träger ist für den Virus, sondern wir fassen die Flasche auch gar nicht an. Also, Mund-Nasen-Schutz. Ordentlich aufsetzen. Prima. Hände, Desinfektionsmittel werden wir bereitstellen am Eingang. Wenn ihr trainiert, Handtuch drauf, hinsetzen und wie gewohnt eure Übung machen. Da auch eine ganz wichtige Sache nach so einer langen Pause, fangt erstmal mit dem Training, das werden wir euch aber sagen, ganz in Ruhe an. So, ich mache das Training jetzt mal vor, ich mache das auch richtig vor, hoffe ich. Und atme aus und atme ein. Und ihr macht euer ganz normales Training, da muss ich auch nicht viel zu sagen. Da seid ihr alle genauso erfahren oder erfahrener als ich, das könnt ihr alle. So, wenn das Training dann beendet ist oder die Übung beendet ist, nehmt ihr Papier, nehmt die Sprühflasche, sprüht die Griffe, Sitzfläche nur dann, wenn ihr die berührt habt, aber auch die Sitzfläche einmal einsprühen, ordentlich, sauber, ganz ordentlich. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ordentlich mache. Ich hoffe, ich mache das ordentlich. Das, was ihr berührt habt, macht ihr ganz ordentlich sauber, wird desinfiziert. So, das ist eigentlich eine Sekundenarbeit. Schaut zu, dass ihr wirklich das sauber macht und auch die kleinen Ecken hier berührt und nicht so oberflächlich. Das mal versuchen, exemplarisch ordentlich vorzumachen an diesem Gerät. Das, was ihr berührt habt, ihr habt auch das Gewicht hier vielleicht berührt. Also einmal drüber, überall da, wo wir das Gerät angefasst haben, auch an den Gewichtsverstellern. Ihr Flasche einmal auch am Griff, da könnt ihr anfassen, einmal hinstellen, Flasche am Griff desinfizieren mit dem Papiertuch, zack, euer Handtuch nehmen, wenn ihr Handschuhe habt, zum nächsten Gerät, am nächsten Gerät wird es wieder genauso sein. Also, Handtuch drüber, richtig, Materialien sind wieder da und dann beginnt ihr wieder mit dem Training. Ganz wichtig, dass ihr alle Flächen, die ihr berührt habt, ganz sauber, ordentlich desinfiziert. Nicht oberflächlich einmal drauf tupfen, sondern bitte ganz sauber all die Sachen, die ihr berührt habt, desinfizieren. Trainer aber vor Ort, wir werden euch dabei unterstützen. Papier nachher natürlich entsorgen, da werden wir alle Materialien für bereitstellen, dass ihr keine großen Wege habt. Wir werden auch einige Geräte sperren, dass wir auch da mehr Abstand haben. Auch das, was wir werden wir machen. Und wir werden uns jetzt mal so ganz langsam rantasten, wie es so funktioniert. Und ihr müsst euch auch langsam rantasten. Im Training zur Intensität, sage ich auch gleich, trainiert erstmal in so einem unteren bis mittleren Level. Wir wollen auch nicht, dass, wenn man jetzt volle Pulle trainiert, vielleicht doch mehr ausatmen, mehr ausschwitzt. Dann wollen wir mal langsam mit dem Training beginnen. Mundschutz, ob ihr den tragen müsst, die Trainer werden ihr wohl auf jeden Fall tragen. All die Sachen werdet ihr hier dann am Montagmorgen von uns erfahren. Öffnungszeiten. Wir werden Montag um 10 Uhr öffnen und voraussichtlich bis 19 Uhr geöffnet haben. Auch da wird in der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen immer wieder nachgesteuert. Wir müssen mal aufgucken, wie groß der Andrang ist. Noch eine Sache natürlich, Montagmorgen 10 Uhr. Wenn am Montagmorgen, boah, es ist so tolles Wetter, ich muss jetzt dahin, dann wird natürlich bestimmt mit Wartezeiten zu rechnen sein. Und wenn ihr am Montagmorgen alle sofort auf einmal anstürmt, dann gibt es bestimmt auch wieder die eine oder andere Unzufriedenheit. Also wir müssen wissen noch nicht genau, wie wir damit zu verfahren haben, aber das Jamaika-Café hat auf, ihr könnt da natürlich warten. Nochmal Zeitbegrenzung beim Training, überzieht die Zeit nicht, macht euer Training, seht zu, dass die Nächsten dann auch trainieren können, dass wir das hinbekommen, dass alle zufrieden sind und im Laufe des Tages wir alle mal vielleicht durchbekommen zu trainieren. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag werden wir Neuigkeiten vorbereiten und euch jetzt die ganze Zeit auf den Laufenden halten. Also, der Ablauf ist klar, ich muss das nicht wiederholen, ihr wisst das,
Wir sind für euch da, macht euch keine Sorgen. Wir werden euch an die Hand nehmen, gedanklich. Wir werden euch gedanklich drücken und dann Step für Step euch zu zeigen, wie ihr euch zu verhalten habt. Und dann kann man wieder mit dem Training beginnen. Wir freuen uns und die Zeit ohne euch war echt schrecklich. Passt gut auf euch auf. Bis Montag. Es grüßt euch der Andi und das Team Atlantis.